Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. Hallo Freunde, der Tom lebt noch. Ja. Ich möchte mich erstmal bei euch entschuldigen. Erstmal möchte ich Hallo sagen. Aus Kambodscha, Siem Reap. Ich bin immer noch da. Wie gesagt, sorry, dass ich mich jetzt erst nach 4 Wochen oder 5 Wochen wieder melde bei euch. Aber wir mussten das Hotel wirklich bis zum 1. Juli fertig kriegen. Und war viel Arbeit, viel Stress. Ich habe heute in den Kommentaren bei euch gelesen, dass ihr euch Sorgen und Gedanken macht. So habe ich gedacht, okay, mache ich euch heute mal ein kleines Video von der Rooftop-Bar, wo ich gerade drin stehe, mir ein Bier eingeschenkt habe, wie ihr gesehen habt. Wir haben am 28. eine Öffnung gemacht, also VIP-Eröffnung mit ungefähr 80, 90 Gäste waren hier. Alles geladen, ne? Natürlich. So, und ab dem 1. Juli haben wir jetzt hier offiziell offen. Gästemäßig ist, ja, wir haben einige Buchungen, aber meine Rooftop-Bar ist noch ziemlich leer, will ich mal sagen, aber das wird sich wohl noch geben. Andererseits ist auch das Problem, dass wir ein ziemlich schlechtes Wetter haben hier. Was heißt schlechtes Wetter? Es regnet mal 3-4 Mal am Tag, meistens natürlich nachts, wenn hier oben offen ist. Da ich hier erst ab 5 Uhr aufmache, bis um 10, 11, 12 Open End, sollte was los sein. Ja, erstmal Prost auf euch, Jungs. Danke, dass ihr trotz der Probleme und der wenigen Videos auf dem Kanal geblieben seid. Es wird jetzt wieder mehr kommen. Nicht täglich, aber doch wahrscheinlich wöchentlich mal so ein bisschen was. Neue Infos und auch, wo ich mich dann so nachts mal rumtreibe, wenn ich hier fertig bin mit meinem Job. Ja, Prost. Ein kühles Anschor-Draft, frisch gezapft, habt ihr ja gerade gesehen, also alles gut. Ich drehe euch mal um, zeige euch mal, was aus der Rooftop-Bar geworden ist. Ein bisschen dunkel wahrscheinlich hier jetzt, ja, ein bisschen. So, das hier ist mein Bereich. So von dem Barkomplex hier, das ist mein... Hier mache ich meine Cocktails. Hier gibt es dann Currywurst mit Pommes oder auch Chicken Nuggets werden hier angerichtet. Hier haben wir ein bisschen Sprit rumstehen, also alles, was das Herz begehrt. Ihr hört meine Hintergrundmusik, den Fernseher haben wir auch. Ja, jetzt muss ich die Musik mal ausmachen, weil bestimmt irgendwas anderes kommt und dann habe ich wieder Probleme mit YouTube. Also mache ich mal die Musik erstmal weg. So, okay. Dann gehe ich mal mit euch jetzt durch die Rooftop-Bar durch. Ja, Spüle ist auch eingebaut mittlerweile. Der Kühlschrank ist gut gefüllt mit allen Biersorten, die wir so hier bekommen können. Auch die Eisbox voll bis oben hin. Ja, so sieht das Ganze denn jetzt hier oben aus. Stühle, jede Menge. Die Tonnen sind auch mit Holz abgedeckt mittlerweile. Die Lichter gehen alle wunderbar. Bei Nacht sieht das natürlich noch viel schöner aus. Ja, der Tempel steht immer noch. Wir haben jetzt gerade keine Kissen hier drin. Normalerweise sind in den Sitzen hier oder in den Sesseln dicke Polsterkissen. Aber da es gleich wieder fangen wird zu regnen oder zu gewittern, guckt euch die Wolken an da oben, habe ich sie erstmal noch draußen gelassen. Ja, ein wunderschöner Springbrunnen, der sogar funktioniert. Ja, die Tempelanlage, wie immer, noch da. Auch dahinter sieht es nicht gerade rosig aus. Ja, das Hotel unten zeige ich euch dann bei Gelegenheit mal. Ihr könnt aber auf booking.com gehen oder auf botanik-garden-hotel.com. Die Webseite ist auch soweit fertig. Das ist auch noch meine Arbeit gewesen hier. Also ihr wisst,
Oder ihr seht, es war nicht viel Zeit, um Videos zu drehen. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ich glaube bei... Ich habe zu viel gearbeitet, damit ich keine Videos machen kann. Oder deshalb konnte ich keine Videos machen. Wie ihr seht, bin ich jetzt hier bei Nacht unterwegs. Es ist hier 9.30 Uhr jetzt gerade. Die letzten Gäste sind gerade raus. So kann ich denn mal ein bisschen Video machen. Wie schon gesagt, wir haben eine Webseite, wenn ihr das Hotel mal ein bisschen näher kennenlernen wollt, was wir so haben. Die Webseite ist noch nicht ganz fertig. Botanic-garden-hotel.com. So sieht es eigentlich hier draußen aus. Ich mache das mal zentriert, ist das? Ja, gut, wunderbar. Und ich habe natürlich nicht nur eine Webseite gemacht, ich habe noch eine andere Webseite online, die mit dem Hotel jetzt nicht viel zu tun hat, aber natürlich mit Kambodscha. Moment, ich setze mich jetzt hier erstmal hin, ich drehe euch mal um. Dann könnt ihr mich ja mal in live sehen, hier wieder mal ein bisschen. So, die hat nicht viel mit dem Hotel zu tun, sondern mit eigentlich mit meinen Leuten auf dem Channel. Ja, hier mein Boyfriend. Das ist der, wie heißt du denn nochmal? Keine Ahnung, hat aber einen Namen. Wie heißt du nochmal? Carlos heißt der Kleine. Den haben wir auch vom Baby an, der ist uns zugelaufen. Ich will jetzt wieder kein Katzenvideo machen. Wie ihr merkt, bin ich auch ein bisschen angeheitert. Dank des tollen Anschaubiers hier, Draft. Nee, was ich sagen wollte, ich habe noch eine andere Webseite. www, hätte ich beinahe gesagt. Cambodia Info. Cambodia-info. Auch .com, da habe ich ein paar Informationen über Kambodscha zusammengesucht und recherchiert und online gestellt. Also wie Kambodscha entstanden ist, die Sehenswürdigkeiten von Phnom Penh, Sihanoukville, Siem Reap und auch Kambod. Der Kleine ist nicht ganz dicht hier, der hat nur eins im Kopf, Nuckeln, obwohl er schon 100 Kilo schwer ist. War wahrscheinlich von der Mutter zu früh weg. Könnt ihr auch mal drauf gucken. Es kommen noch weitere Themen dazu. Auswanderung, Visa. Wenn ihr noch irgendwelche Themen habt, die damit auf die Webseite sollten, werde ich dann auch noch recherchieren, weil dann spare ich mir viele Fragen zu beantworten. Ja, das dazu. Ich hatte auch noch wieder ein paar Anfragen, die meine Weiß, also die Bankdaten haben wollten, wegen Ladydrinks bezahlen. Leute, momentan bin ich in Siem Reap. Ich habe hier noch nicht viele Bars kennengelernt, weil ich bin hier seit 3 Monaten wirklich voll ausgelastet mit dem Hotel. Ich habe jetzt meine Bar hier oben, die Rooftop-Bar, und muss mich darum kümmern. Ich werde auch gleich zumachen, weil wir haben Regensaison, da geht kein Mensch raus. Aber ich werde mich auch um diese Sachen kümmern. Es ist hier irgendwie in Siem Reap ist nicht so das Barbusiness, wie ich es in Kambod angetroffen habe. Die Mädels sind hier alle sehr, oder Frauen, sind hier alle sehr kamerascheu. Ja, also spart euch das Geld dafür, Ledrings auszugeben. Sollte ich da irgendwo mal einen Laden finden, die da das gerne machen würden, werde ich das aufnehmen und dann könnt ihr immer noch was spenden und an Ledrings rausgeben. Ansonsten, hier, ich trinke auch kein Bier. Dürft ihr natürlich gerne spenden, auch für die
Webseite ein bisschen, weil das hat auch viel Arbeit gemacht, das alles rauszufinden und rauszurecherchieren, was hier so in Kambodscha los ist. Kein Battle-Video, nur mal so infomäßig. Wir stecken hier viel Geld auch in die Katzen rein. Wir haben schon wieder einen kleinen Zugang dazu gekriegt. Übrigens, im letzten Video habe ich ja von der Katze erzählt, die 4 Tage im Hospital war beim Doktor. Sie hat es überlebt. Sie kommt langsam auf ihre 3 Beine zurück. Das 4. Bein ist steif. Wir werden sie jetzt ein bisschen größer wachsen lassen, werden dann nochmal zum anderen Tierarzt fahren, der sie dann röntgt und eventuell lassen wir das mal brechen, das Bein, und dass es dann vernünftig zusammenwachsen kann. Oder wir lassen sie halt mit der Stelze hier rumlaufen. Ja. Nochmal für alle anderen, die sich so Gedanken und Sorgen gemacht haben, mir geht es relativ gut. Ich habe 7 Kilo abgespeckt, was gut ist oder auch nicht. Man weiß es nicht, weil ich habe mal gehört, bei Krebs oder sowas, dann verliert man auch ganz viele Kilos auf einmal. Aber vielleicht bewege ich mich diesmal oder dieses Mal auch ein bisschen mehr als sonst. Ja, also hoffen wir mal das Gute. Ja, auf jeden Fall kann ich euch sagen, man nimmt ab, wenn man 4 Bier trinkt und nur einmal isst am Tag und ein bisschen Treppen steigt, das bringt schon was. Ja, was soll ich noch sagen? Ich werde jetzt gleich noch einmal kurz rausfahren, was essen, und ich melde mich dann bei euch. Vielen Dank, dass ihr alle auf dem Kanal geblieben seid. Ja, ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr in den Wahnsinn getrieben, dass ich mich überhaupt nicht gemeldet habe. Ich hoffe, ihr habt euch nicht zu viel Gedanken gemacht. Schönen Dank auch an die 1 oder 2 Spenden, die da angekommen sind. Aber wie nochmal gesagt, ich bekomme momentan von Google oder von YouTube kein Geld, weil ich das hier in Kambodscha nicht abholen kann. Also diese Thanks und sowas, geht auf meine Webseite. Ich werde sie unten nochmal einblenden. Da ist auch eine Spendenseite drauf. Wenn ihr dann da, entweder bei Wise oder bei PayPal was, dann kriege ich das Geld wenigstens auch hier zu mir hin. Aber bei YouTube kriege ich momentan gar nichts. Auch die Werbevideos. Ich muss es in Thailand abholen. Und ja, da jetzt hinfahren, habe ich jetzt keine Lust momentan. Und ja, also wenn ihr mir mal ein Bierchen ausgeben wollt, gerne. Aber über diese Thanks könnt ihr machen. Das Geld ist ja nicht weg. Ich kriege davon nur, glaube ich, 50%. Das ist natürlich auch doof und auch unfair, finde ich. Aber naja, gut. Zu nörgeln habe ich diesmal nichts. Außer, dass da so eine Frau wieder war, die meinte, wir sind alles Drecksäcke, die nach Thailand fahren. Nein, da muss ich auch widersprechen. Es gibt hier auch Leute, die hierher kommen. Und das, glaube ich, ist der überwiegende Teil. Die kommen hier wegen Natur und ein bisschen Party machen und hierher und nicht um irgendwelche Schweinereien zu machen. Natürlich gibt es die auch. Anderweitig muss ich sagen, es gibt ja auch Jamaika, wo dann die ganzen Frauen, die hässlichen, hinfahren, weil sie in Deutschland keinen mehr abkriegen. Das war jetzt gemein. Ich weiß, es wird bestimmt böse Kommentare dafür geben, aber wir Männer sind nicht nur schlecht. Okay, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein beim nächsten Video. Ich werde wahrscheinlich auch wieder ein paar mehr machen. Ich werde auch mal ein paar Livestreams von der Bar machen, wenn ich hier am Rumquatschen bin. Sollten wir mal ein paar Gäste kriegen, aber es hat heute schon wieder geregnet hier wie Sau. Da braucht man hier eigentlich gar nicht aufmachen hier oben, weil es ist Überschwemmung. Ja, wie gesagt, mein Bier schmeckt. Prost, Jungs. Wie ihr seht, habe ich ein gelbes Shirt an. Das Video von gestern ist nicht ganz fertig geworden, weil es auch gegossen hat wie Sau, musste ich ausmachen. Außerdem seht ihr jetzt, die war mal bei Nacht, ist ja auch nicht schlecht. Ja, Musik habe ich aus.
wegen der, ihr wisst ja, YouTube mag ja keine fremde Musik. Ne? Okay, in diesem Sinne, Prost Leute. Ich hoffe, ich sehe euch bald mal hier in Kambodscha, in Siem Reap, im Botanic Garden Hotel, auf dem Drink. Alle YouTuber, die hierher kommen, die mich kennen, kriegen natürlich das erste Bier umsonst. Die müssen mich aber mit einem Namen anreden und sagen, du bist doch der Tom von YouTube. So, und dann kriegt ihr ein Bier umsonst, fällt auch ein zweites. Wir gucken mal. Tschüssikowski, euer Tom. Und nochmal danke, dass ihr auf dem Kanal geblieben seid. Wir sehen uns, Jungs. Ciao, ciao. Und Mädels auch. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.